Wie man bei mir schon hört, ich bin aus Österreich, ich kann es nicht abstreiten. Ich sage immer, ich bin aus Wien, der Stadt des fettigen Essens, der klassischen Architektur und der schönen Frauen. Aber endlich haben wir mal was gewonnen, also man muss das immer positiv sehen. Deshalb lieben wir ja Conchita nach wie vor. Ja, ich bin bei Elastic, der Firma, die auch Elasticsearch macht, eines unserer Produkte. Ich bin im Infrastructure-Team, das heißt alles, was Jenkins betrifft, Amazon, Ansible Chef, Puppet Script etc. Und gleich standesgemäß, das ist hier eine Pipe. Das, was ich in Infrastructure mache, pipe dann sozusagen in Developer Advocacy hinein. Also ich bin oft auf Konferenzen, um über unsere Sachen zu reden. Und in Wien leite ich dann auch zwei Meetups, eines über Datenbanken generell und eines mehr über so die theoretische Seite. Und deshalb wollen wir uns heute auch mal anschauen, wie funktioniert denn Volltextsuche eigentlich im Hintergrund und was tut das? Gut, wer verwendet Datenbanken? Nehmen wir mal an, das sind so ziemlich alle, die wach sind. Wer verwendet schon Volltextsuche? Auch einige. Was ist denn jetzt so der große Unterschied zwischen Datenbanken und Volltextsuche? Und meine Erklärung ist immer ein bisschen, dass ich nehme Bild von mir als Beispiel. Datenbanken sind sehr schwarz und weiß. Also ich speichere irgendwelche Daten hinein und ich stelle dann eine Suchabfrage und ich bekomme dann diese Daten zurück, die ich da gespeichert habe. Dahingegen ist Volltextsuche, es sind mehr diese Graustufen, wo ich dann wesentlich mehr sehe. Möglicherweise bilden sie nicht ganz die Realität in Farbe ab, aber es ist sozusagen wesentlich näher zu erkennen, wie man an dem Bild schon sieht. Also Datenbanken sind wirklich dieses, ich speichere meine Daten ab und ich mache dann eine exakte Query und ich habe dann sozusagen ein Ja, Nein zurück. Das sind die Daten oder das sind die Daten nicht. Während Volltextsuche kümmert sich dann mehr darum, was habe ich für Konzepte. Es ist mir dann egal, ist das Singular, ist das Plural, ist das ein Nomen, ist das ein Adjektiv. Das ist mir eigentlich alles egal. Es sind mehr das Konzept oder das generelle Ding, das ich suche. Darum geht es mir bei der Volltextsuche. Und jetzt wird dann sicher irgendwie einwenden, aber ich kann doch mit meiner relationalen Datenbank auch sowas machen. Ich mache ein where my text like my term is und ich gebe am Anfang und am Ende ein Prozentzeichen hin und dann mache ich doch eigentlich auch mehr oder weniger so eine dynamische Suche quer über alles. Ja, aber andererseits auch wieder ein doppeltes Nein, so wie wenn Batman nicht korrigieren muss, aus zwei Gründen ein Nein. Erstens die Geschwindigkeit. Der Index, den die meisten Datenbanken verwenden, ist der klassische B-Tree. Schaut dann irgendwie so aus, wie ich habe ein Telefonbuch und ich habe dann einfach alles sortiert nach diesen Einträgen in meinem Telefonbuch. Wenn ich jetzt nach Nachname suche, ist das Telefonbuch perfekt, da kann ich suchen und finde sofort etwas. Wenn ich jetzt nur nach einem Teil des Nachnamens suche oder überhaupt nach dem Vornamen, hilft mir das Telefonbuch genauso wenig. Und ungefähr so oder eigentlich genauso funktioniert ein B-Tree-Index dann, wenn ich nicht den Beginn habe, nachdem ich suche, sondern nach irgendeinem Teil der Strings, die mir da jetzt drinnen stehen, bringt mir das Ganze überhaupt nichts und ich muss meinen gesamten Table dann durchgehen, beziehungsweise im Telefonbuch müsste ich dann jede einzelne Seite durchgehen und jeden einzelnen Eintrag vergleichen, wo habe ich denn den Vornamen oder diesen partiellen Teil des Nachnamens, nachdem ich so suche. Deshalb performancemäßig ganz schlecht, wenn ich nur ein paar hundert Einträge habe, ist es normalerweise egal. Wenn ich dann Zehntausende, Millionen, was auch immer Einträge habe, dann tut es mir dagegen sehr weh, wenn ich jeden einzelnen Eintrag bei jeder Suche anschauen muss. Und ja, die Performance schaut ungefähr so aus, je mehr Einträge ich habe, steigt linear an, O von N. Je mehr Einträge ich habe, desto langsamer wird es. Während wenn ich einen Tree richtig verwende, dann habe ich einen Log und das wird dann ab einer gewissen Größe mehr oder weniger nicht mehr groß ansteigen. Das heißt, immer wenn irgendjemand einen Full Table Scan macht und sagt, das ist furchtbar langsam, dann würde Yoda sagen, wie erwartet funktioniert. Weil es einfach genau das tut, wie sich das System verhalten muss. Deshalb brauchen wir einen anderen Ansatz. Und das zweite ist sozusagen Funktionalität. Das, was eine Datenbank mir zur Verfügung stellt, ist nicht unbedingt das, was Volltextsuche alles bietet. Eine Volltextsuche wird Dinge tun wie Fuzziness, Synonyme, es wird die Scoring haben, also diesen Qualitätsaspekt. All diese Dinge soll eine Datenbank mir gar nicht liefern, aber deshalb brauche ich dann Volltextsuche. Und wir schauen uns jetzt dann genau an, wie wir das dort machen. Gut. Das erste ist einmal Speichern. Das Speichern ist etwas mehr Arbeit bei der Volltextsuche, weil es einfach mehrere Schritte noch durchlaufen muss. Das ist der erste schöne Punkt, der immer für Verwirrung sorgt, Index. In der klassischen Datenbank ist ja ein Index, ich erstelle mir irgendwie so einen B-Tree, um nach irgendeinem Eintrag schneller finden zu können. Während bei der Volltextsuche ist normalerweise, oder zumindest in der Elasticsearch-Nomenklatur, ist der Index das, wo ich meine Daten hineinspeichere. Und toIndex heißt auch einfach nur speichern, also dieses Indizieren.
Das hat jetzt nichts mit konkret irgendeinem B-Tree oder so aufbauen zu tun, sondern es ist wirklich nur das Speichern der Daten. Welche Schritte muss ich jetzt durchlaufen beim Speichern? Das erste ist normalerweise, ich entferne alles, was ich an Formatierung habe. Das sind sowas wie HTML-Tags. Fügt meistens nicht viel Information hinzu, sondern das möchte ich einfach loswerden. Das zweite ist dann normalerweise das Tokenizing. Also ich habe irgendeinen Text und ich möchte einfach die einzelnen Worte oder Fragmente finden, die ich in diesem Text habe. Normalerweise splitte ich dann auf an Whitespaces, an jeglichen Satzzeichen, möglicherweise teile ich an Bindestrichen. Das ist einfach, ich möchte nur sozusagen die Grenzen von jedem einzelnen Wort finden und dann jedes einzelne Wort analysieren können für den nächsten Schritt. Das nächste sind dann die sogenannten Stopwords. Stopwords sind einfach sehr häufige Worte, die in jedem Text mehr oder weniger vorkommen. Deshalb fügen sie wenig Informationsgehalt zu und würden nur nachher meinen Index sozusagen verstopfen und nur unnötige Sachen speichern. Und dann müsste ich unnötig viel in Memory halten oder auf der Disk. Deshalb möchte ich diese Stopwords einfach entfernen. Das ist so wie ein, eine, der, mein, was auch immer. All diese kleinen Worte, die sehr häufig sind und die sehr wenig Informationsgehalt bieten, das sind Stopwords und die möchte ich dann ausfiltern. Danach mache ich dann Stemming. Stemming ist, ich nehme ein Wort und versuche es auf den Wortstamm zu reduzieren. Also ich schneide normalerweise im Deutschen die Endung einfach weg. Und möglicherweise kann ich dann nicht mehr unterscheiden, war das Ganze ein Nomen oder ein Adjektiv. Aber es ist in dem Fall auch möglicherweise egal, sondern ich möchte wirklich nur diesen Wortstamm, sozusagen die Wurzel haben, weil ich möchte nur nach diesem Konzept mehr oder weniger suchen können. Ein Stemmer, der weit verbreitet ist und auch quelloffen verfügbar ist, ist SnowballStem. Der wird auch in Elasticsearch dann standardmäßig verwendet. Was ich dann optional noch machen kann, ist, das wird aber sehr domänenspezifisch sein, ich kann möglicherweise Synonyme definieren, also ich habe irgendeinen Begriff und möglicherweise gibt es noch einen anderen Begriff, nach dem jemand suchen möchte. Und er meint dasselbe Konzept, aber möchte dann auch sozusagen nach diesem Synonym suchen können und trotzdem meinen Sucheintrag finden können. Gut, wie schaut das Ganze jetzt in der Praxis aus? Da ich von Elastic bin, verwenden wir natürlich Elasticsearch. Elasticsearch verwendet unten Apache Lucene als Core Library. Das ist eigentlich das, was sozusagen die harte Arbeit macht und die wir uns heute anschauen. Also Lucene macht genau dieses ganze Indexen mit diesen Schritten, die wir gerade durchlaufen haben und das Speichern auf der Disk. Elasticsearch rundherum kümmert sich dann um die Verteilung, um das REST-Interface und die Query-DSL. Also das ist mehr oder weniger die schöne Hülle rundherum plus die ganze Verteilung, während Lucene im Kern die harte Arbeit macht. Wobei mittlerweile ist Elastic als Firma so groß, ich glaube, es kommt mindestens die Hälfte oder so der Lucene-Commits kommt mittlerweile auch von uns. Also es ist nicht so, dass wir da jetzt nur irgendwas verwenden würden und nicht selber wieder zurückcontributen würden. Gut, das Beispiel, das wir verwenden wollen, ist, im Englischen ist es, these are not the drones you're looking for, the droids you're looking for. Wie er eben in seinem, was auch immer, Gefährter sitzt und dann den Stormtroopern sagt, these are not the droids you're looking for, und sie dann weitergehen und sie entkommen können. Aber das ist der Star Wars-Aufhänger, an dem wir unser Beispiel jetzt bauen wollen. So, angenommen, wir haben eben these are not, mit Emphasis, also mit der Betonung, the droids you're looking for. Diesen Text wollen wir jetzt Volltext durchsuchbar machen. Das heißt, jetzt müssen wir wieder zum Speichern unsere ganze Pipeline durchlaufen, so all diese Schritte, wie denn das jetzt abgespeichert wird. Das heißt, das erste ist, ich verwende jetzt dann schon die konkreten Elastic-Filter, das erste ist HTML-Strip, der entfernt einfach die HTML-Tags. Da wir jetzt sagen, die haben hier kein Gewicht. Und ich möchte auch nicht nur die Worte EM dann möglicherweise als Text in meinem Text drinnen stehen haben, weil keiner nach EM explizit suchen möchte. Dann verwende ich den Standard Tokenizer, der splittet einfach auf an Satzzeichen und Whitespaces und der teilt mir dann all meine Worte in einzelne Elemente auf. Soweit so gut. Das nächste ist dann der Lowercase Token Filter, der macht in dem Schritt jetzt nicht zu viel, der macht nur dies zu klein. Sofern es keinen Unterschied macht, sollte man immer alles auf Lowercase casten. Da muss man sich nicht mehr um Groß- und Kleinschreibung nachher kümmern. Es wird einfach alles auf Kleinbuchstaben hinuntergecastet. Jetzt gut aufpassen, das sind sozusagen alle Worte, die ich jetzt noch habe. Und im nächsten Schritt entferne ich dann die Stopwords. Also das war, these are not the droids you're looking for. Das sind die Worte, die ich hatte. Und wenn ich das Ganze durch den Stopword-Filter durchjage, das sind einfach pro Sprache vordefinierte Listen an Worten, bleibt mir genau droids you looking über. Soweit so klar?
Ja, you bleibt drinnen, der steht nicht auf der Stopwordliste. Man kann aber diese Stopwordlisten selber bearbeiten. Also wenn man sagt, das ist jetzt in meiner Domäne möglicherweise nicht sinnvoll, oder ich glaube, ich weiß das besser, oder ich habe irgendeine spezielle Anforderung, kann ich das einfach selbst umdefinieren. Aber das ist der Standard, der drinnen ist. Bitte. Dass es diese Zusammenhänge von diesen kleinen Wörtern mit Stopwörtern rausfiltert. Damit wird die Bedeutung verändert und damit machen Sie den Text wieder. Oder die Bedeutung, den Bedeutungszusammenhang. Sie haben zwar das Muster, aber nicht den Bedeutungszusammenhang. Genau, zum Beispiel. Nein, zum Beispiel not steht auch auf der Stopwörtliste und ja. Positiv oder negativ macht da doch einen gewichtigen Unterschied. Ja. Aber es ist sozusagen keine Sprachprozessierung, die Elasticsearch macht oder jede Volltextsuche. Das ist nicht. Das Ding versteht nie, was in diesem Text vor sich geht, aber er filtert einfach auf Wortbasis. Also er versteht das nicht, dieses positiv oder negativ, das weiß er nicht. Das filtert er auch aus. Wenn ich einfach nur not looking. In dem Fall, man müsste dann seine eigene Stopwordliste definieren, schauen, dass not eben nicht exkludiert wird und dann könnte man eine Phrase machen, dass man sagt not und danach gefolgt von look. Das könnte man machen. Aber das ist das, also ich gehe jetzt mal nur auf Standardverhalten ein, aber man kann das alles umdefinieren. Und Elasticsearch versteht sozusagen auch den Text nicht. Also das ist nicht, der weiß nicht, was da vor sich geht, der nimmt ein Wort und analysiert, nachdem es tokenized ist, nur ein Wort nach dem anderen. So, jetzt habe ich droid you looking. Jetzt stemme ich das Ganze, wo mir überbleibt droid you look. Das sind die Wortstämme. Die bleiben jetzt über. Wenn ich das Ganze ausprobieren möchte, dann kann ich das einfach mit Elasticsearch so ausprobieren. Zum Testen, es gibt da, also das ist alles REST sozusagen. Das ist jetzt die Syntax, wie man auf unserer, wir nennen das Console, darauf zugreifen kann. Das ist so wie Curl, man spart sich nur -xget localhost 9200 oder was auch immer. Also man greift jetzt einfach auf den Endpoint underscore analyze zu, definiert dann eben all diese Schritte, die wir vorher schon angeschaut haben, also wir machen einen HTML-Strip, wir verwenden einen Standard-Tokenizer, wir lowercasen das Ganze, wir verwenden einen Stopwordfilter und stemmen mit Snowball. Und das ist dann der Text, den wir da durchjagen. Und wenn wir den durchjagen, kommen wir dann auf so ein Ergebnis. Da bleibt dann genau über, was sozusagen nach der Pipeline über durchgegangen ist. Und der weiß dann zum Beispiel auch, welcher Stelle ist das Ganze gestanden und welche Position hat das im Text? Die Position ist dann zum Beispiel wichtig, also ich habe die Positionen 0, 1, 2, 3 habe ich ausgefiltert, nur 4 und 5 sind übergeblieben. Das ist aber zum Beispiel wichtig, wenn ich nach einer Phrase suche und nachher sagen möchte, ich möchte zwei Worte genau in Folge haben. Dann ist diese Position genau wichtig. Und die Start-Offset und End-Offset ist nur für das interne Handling sozusagen, wo das auf den String original gemappt hat, falls ich das Ganze dann auch Syntax-Highlighten möchte. So, englisches Beispiel, deutsches Publikum, ist immer blöd, machen wir das Ganze auf Deutsch noch einmal. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig übersetzt, das sind nicht die Droiden, nach denen du suchst, also ich habe mir gestern leider nicht mehr den Film angeschaut auf Deutsch. Ich hoffe, dass es ungefähr das Zitat war, das an der Stelle kommen sollte. Was erwartet ihr, was da herauskommt? Welche Elemente bleiben dann gestemmt und gestoppt Word etc. über? Ja. Das denen wird zurückgestemmt auf den, in dem Fall. Droid den Such ist das, was dann überbleibt, wenn ich das durchjage. Durch Elasticsearch. Also Syntax ist wieder genauso. Der einzige Unterschied ist jetzt, ich habe unten beim Analyzer German angegeben, also Deutsch, um mit meinem deutschen Text sinnvoll operieren zu können. Und wenn ich das durchjage, also wir können, ich kann ohne das einmal die Konsole herzeigen, nur zur Veranschaulichung. Also das, die das nicht kennen, das ist Kibana, das ist unser Visualisierungstool. Das ist die aktuelle Beta-Version, die in Kürze auch stabil herauskommen wird. Version 5 von allem und ich habe jetzt hier meinen Text, getAnalyze, mit HTML-Strip rufe ich aus, eben alles mit Analyze German und wenn ich den hier durchlaufen lasse, dann sagt er mir eben genau überbleibt droid an Position 4, den an Position 6 und such an Position 8. Das ist genau das, was mir jetzt sozusagen noch überbleibt hier. Gut, wenn ich den falschen Analyzer verwende,
funktioniert das eigentlich überhaupt nicht. Also wenn ich den Standard Analyzer gegen diesen deutschen Text jetzt fahren lasse, dann bleibt mir der ganze String über. Also er schafft das Tokenizen, er schafft das Lowercasen, aber Stopwords und Stemming von Englisch auf Deutsch haben einfach keinen Sinn. Also das, man muss den richtigen verwenden, sonst funktioniert es klarerweise auch nicht richtig. Weil das ist nicht das Ergebnis, das wir jetzt dann speichern wollten. Ja, wenn ich das durchlaufen lasse. Obi-Wan hat mir nie erzählt, was mit meinem Vater geschehen ist. Vorschläge, was davon überbleibt. Schwierig. Ich weiß es auch nie richtig. Ich muss es auch immer durchlaufen lassen, um zu sehen, was passiert. Beziehungsweise wir schauen uns dann auch, also das schauen wir uns wieder interaktiv am besten an. Nein, das ist das falsche Fenster. So, Obi-Wan hat mir nie erzählt, was mit meinem Vater geschehen ist. Wenn wir das jetzt durchlaufen lassen, bleibt über Obi als Term, Wan als Term, nie erzählt, Fahrt für Vater, Geschehe. Also da sieht man, da ist das Stemming schon recht aggressiv und stemmt einfach diese deutschen Wortendungen heraus. Und hat halt die Stopwords entfernt. Wenn ich das Ganze jetzt, nein, ich bin dein Vater, wenn ich das jetzt durchlaufen lasse, bleibt mir über nein und Fahrt für Vater. Und ich bin dein, wird wieder hinausgestemmt. Es gibt dann noch, je nach Sprache, so spezielle Sprachregeln. Also es ist nicht immer so, dass es jetzt am Ende passieren muss. Zum Beispiel im Französischen ist es durchaus üblich, dass am Anfang eines Wortes etwas entfernt wird. Also da wird dann l'église und man, die Accents werden dann ersetzt und es bleibt église über. Deutsch äußerst werden die Umlaute werden einfach entfernt. Also es wird nicht ae oder so, sondern es wird einfach, die Punkte werden einfach hinausgeworfen. Und das scharfe s wird dann zu Doppel-s. Aber das sind einfach sprachspezifische Regeln, wie das Ganze dann sozusagen flach geklopft wird, dass man damit weiterarbeiten kann. Etwas, was auch manchmal ganz praktisch sein kann, ist, wenn Leute nicht wissen, wie man jetzt etwas genau schreibt. Es gibt einen phonetischen Tokenfilter und der versucht das Ganze, wobei das ist auch wieder sprachabhängig dann, der versucht das dann von der Schreibweise auf eine phonetische Umdeutung umzulegen. Das heißt, Joe kann einfach J der Buchstabe sein oder eben Joe und Blocks oder BLKS für Blocks. Also das ist sozusagen diese phonetische Arbeitsweise, wo man einfach versucht, auch wenn man nicht weiß, wie man etwas schreibt, nur wenn man es sozusagen so tippt, wie man es gehört hat, dass es dann trotzdem gefunden werden kann. Das ist aber ein Plugin, das ist nicht standardmäßig enthalten. So. Wer arbeitet generell mit Elasticsearch, wenn ich eine Idee habe? Okay, nicht so viele. Konzeptionell einfach, Index ist so ähnlich wie eine Datenbank in der relationalen Welt. Type wird oft als mit Tables verglichen, ist aber kein guter Vergleich. Type ist mehr oder weniger, ich habe irgendwelche Daten und ich möchte sie dann in verschiedene Gruppen teilen. Das ist so wie eine Enumeration einfach. Ich habe einfach einen speziellen Typen an Daten, die ich in einen Index packe. Und Mapping ist das, was ich in der guten alten relationalen Welt als Schema bezeichnet habe. NoSQL ist ja immer so, es gibt kein Schema. Das ist zumindest bei Elasticsearch aber nicht richtig. Es gibt immer dieses Mapping. Es kann dynamisch erstellt werden. Also wenn man ein Dokument insertiert, dann wird versucht, von diesem ersten Dokumenten dieses Mapping abzuleiten automatisch. Geht aber meistens oder ist fürs Prototypen okay. In Produktion geht das nicht gut, beziehungsweise man will normalerweise mehr feintunen. Also man sollte gerade für den Produktiveinsatz immer das Mapping händisch spezifizieren. Genau das werden wir jetzt dann auch machen. Ah genau, jetzt wo wir das mit dem Type haben, ist dann oft die Frage auch, gerade wenn nicht nur Englisch die Sprache ist, wie gehe ich denn mit Mehrsprachigkeit um? Gibt zwei funktionierende Ansätze und einen kaputten Ansatz. Der eine funktionierende Ansatz ist, ich mache einfach einen Index je Sprache. Also ich packe all meine deutschen Strings irgendwie zusammen. Der andere wäre, ich mache einfach ein Feld innerhalb von einem Index. Also dann habe ich, angenommen, ich speichere mir E-Mails, dann habe ich einen Index im ersten Beispiel E-Mail-en für Englisch und E-Mail-de für die deutschen E-Mails. Oder ich habe in einem Index E-Mail, habe ich dann die Felder zum Beispiel Subject-en und Subject-de, dass ich mir so die Felder aufteile. Etwas, was zuerst irgendwie recht logisch erscheinen würde, ist, dass man das Ganze über den Typ aufsplittet. Funktioniert nicht gut, weil man sich dann alle Indexstatistiken im Hintergrund zerstört. Also das ist ein Ansatz, der nicht gut funktionieren wird. So, wir möchten einen Index erstellen.
oder ein Mapping eigentlich. Also wir erstellen jetzt hier unser Mapping, das ist wieder ein HTTP-Befehl, wir machen ein Put. Hier in dem Schritt definiere ich einfach mal meine Synonyme. Muss ich nicht machen, aber angenommen, ich möchte Synonyme definieren. Da sage ich hier, ich gebe eine Liste an zwei Worten, die jeweils ein Synonym haben dann für diese Worte. Und das wird dann auch im Index entsprechend sofort umgelegt. Das Ding speichere ich jetzt sozusagen unter MySynonym-Filter ab. Das referenziere ich jetzt, also das ist jetzt alles, das sind drei Slides, ist alles ein Kommando, ist nur ein bisschen viel gewesen für eine Slide. Also MySynonym-Filter ist, was ich auf der nächsten Slide jetzt dann auch referenziere. Hier definiere ich meinen Analyzer, der läuft all diese Schritte durch, die wir bereits gesehen haben. Und ganz am Ende hängt dann noch MySynonym-Filter ein, von der vorigen Slide. Und mit die letzte Zeile ist dann, wenn ich Englisch verwende, kann ich mir die sparen, aber wenn ich Deutsch verwende, müsste ich hier eben Analyzer German zum Beispiel angeben. Das Ganze heißt jetzt wieder MyAnalyzer und das wird jetzt auf der nächsten Slide dann referenziert. Also die zweite Zeile oben MyAnalyzer, das ist, was im nächsten Block referenziert wird. Hier sage ich jetzt, ich definiere mir eben dieses Mapping für MyType, also ich habe MyIndex slash MyType und innerhalb von diesem Type habe ich dann ein Dokument mit einem einzigen Attribut, das heißt MyTitle. Und da sage ich, dieses Attribut ist ein Text und verwendet genau diesen MyAnalyzer, den ich jetzt auf der vorigen Slide definiert habe. Also das sind so diese drei Bausteine, die ich zusammengeklebt habe. Zuerst habe ich mir meine Synonyme definiert, dann habe ich mir diese ganze Indexing-Pipeline definiert und jetzt definiere ich sozusagen, wie speichere ich meinen Text ab oder was auch immer ich für Daten bekomme, es könnten ja auch Zahlen sein, und wie ist die Analyzing-Pipeline, die ich da durchlaufen muss. Und das Ganze kann ich mir dann auch wieder anschauen, also ist alles relativ simpel. Also hier habe ich einfach, das ist jetzt schon sozusagen die leicht angepasste Version. Also ich habe hier, ich verwende den Index Star Wars und ich lege Droid auf Maschine und Vater auf Papa um. Durchlaufe dann meine Analyzer, sage das Ganze ist Deutsch und definiere dann hier das Attribut Quote. Wenn ich das durchlaufen lasse, ich glaube, ich habe den Index vorher aber noch nicht gelöscht. Wir löschen zuerst nochmal den Index. Jetzt initialisieren wir das Ganze. Jetzt kann ich mir zum Beispiel anzeigen lassen, okay, wie ist denn für Star Wars dieses Mapping? Und da sehe ich, ich habe Star Wars ist der Index, das ist der Type, das ist mein einziges Attribut, das ich da jetzt unterstütze. Und das ist eben Text und verwendet MyAnalyzer. Das kann ich mir dann über Settings anzeigen lassen und da habe ich dann genau das, was ich da insertiert habe. Also so kann man dann herausfinden, was ich überhaupt getan habe. So, HTTP-Befehle, ich putte einfach meine drei Strings da jetzt hinein. Also wir nehmen den hier, wir nehmen den hier und wir nehmen den hier. Und man sieht, das kommt immer zurück. Die ID 3 habe ich jetzt zum Beispiel insertiert in Version 1. Also da war vorher noch nichts drinnen, sonst hätte ich halt die, wie viel die Iteration ich habe. Wurde insgesamt 2 auf 2 Shards aufgeteilt, aber das macht jetzt alles keinen Unterschied. So, das haben wir hineingeschrieben. Jetzt lassen wir einfach mal eine Query laufen, um das Ganze zu durchsuchen. Also das ist eigentlich ein Select Stern ohne irgendeine Where-Bedingung. Wir möchten einfach alles sehen, was in diesen Index jetzt hineingeschrieben wurde. Also es ist ein Match All. So, insgesamt sagt mir das Ding jetzt, drei Dokumente habe ich gefunden. Das ist gut, nachdem ich auch drei gerade insertiert habe. Und dann sind die Hits eben, ich habe in meinem Star Wars Index, MyType, Typ, habe ich meine drei Strings. Einmal dieses Obi-Wan. Das ist das mit den Druiden und nein, ich bin dein Vater. Also diese drei Textelemente, die habe ich jetzt alle wieder herausgefunden. So, jetzt möchte ich zum Beispiel sagen, ich möchte nach dem Text oder nach dem Wort Vater suchen. Wenn ich jetzt suche, mein Suchbegriff durchläuft dann genau dieselbe Pipeline, sozusagen wie der Text, den ich vorher insertiert habe. Also in meinem Index im Hintergrund habe ich jetzt nur Fat für Vater stehen. Und bei der Suche wird das dieses Wort dann auch genau zu FAT hinuntergestemmt. Ja, das haben wir gerade insertiert. Und das ist sozusagen, was im Hintergrund dann in Elasticsearch gespeichert wird. Also ich habe links alle gestemmten Worte, die ich aus meinem Text extrahiert habe. Je länger der Text ist, desto mehr Worte wird man dann haben. Und dann habe ich die IDs sind meine drei Dokumente, die ich jetzt insertiert habe. Und der Eins am Anfang sagt immer, das Wort kommt x-mal, also einmal in meinem Fall jetzt immer nur in diesem Text vor.
weil das macht dann nachher für die Relevanz auch noch einen Unterschied, ob ein Wort einfach oder mehrfach vorkommt. Und danach, in eckigen Klammern, habe ich immer die Position dazu geschrieben. Und diese Position wäre dann zum Beispiel wichtig, wenn ich eine Phrase suche und sage, es müssen zwei Worte in direkter Reihenfolge hintereinander kommen. Das ist sozusagen, wie ich mir ungefähr einen Index in Elasticsearch vorstellen kann. Also das ist ein Inverted Index, da habe ich einfach eine Liste an allen Worten und dann habe ich sozusagen, Wort existiert in diesem Dokument, ja, nein, wie oft, welche Position. Und darüber kann ich dann all meine Suchanfragen in einem weiteren Schritt abarbeiten. Gut, jetzt suchen wir. Das Match All hatten wir, da ist das zurückgekommen, wir suchen nach Vater. Wenn ich Vater suche, kommt das hier zurück, also das ist nur ein Ausschnitt, weil Vater kommt zweimal vor, ich habe nur den ersten Treffer zurückgegeben, aber da sieht man schon, Total ist 2. Und hier sieht man schon Max Score, diese Relevanz Score. Darauf kommen wir dann ein bisschen später, wie man das berechnet. Also das kommt hier zurück. Wenn ich jetzt nach Papa suchen würde, was nie in meinem Dokument vorkommt, aber ich habe das Synonym definiert, würde ich dieses Resultat bekommen, also ich habe nach Papa gesucht und finde dann den Text, nein, ich bin dein Vater, weil das Synonym einfach matcht. Das kann man sich einfach definieren. Was man auch machen kann, ist, man kann Fuzzy suchen. Wenn ich nicht mehr weiß, wie ich Obi-Wan Kenobi schreibe, also wenn ich nicht weiß, wie man wann schreibt und ich schreibe ihn mit Fun unabsichtlich und finde daraufhin nichts, könnte man die Fuzziness aktivieren. Fuzziness ist einfach Lebenssteindistanz, man könnte entweder explizit eine Zahl angeben, also das sind, wenn ich 1 angebe, könnte entweder ein Buchstabe zu viel sein, zu wenig oder ein Buchstabe anders, bei 2 entsprechend dasselbe Äquivalent. Hier habe ich einfach den Wert auf Auto gesetzt und wenn ich damit suche, finde ich dann trotzdem noch den Obi-Wan Kenobi. Score, das ist sozusagen die Qualität, wird in dem Fall aber ist wesentlich geringer schon. Also da habe ich jetzt 0,16 und wenn ich ihn richtig geschrieben hätte, wäre das wahrscheinlich 0,4 oder was auch immer. Aber das wird sozusagen berücksichtigt. Aber diese Fuzzy-Suche habe ich hier auch. Könnte man in der relationalen Datenbank natürlich auch machen, würde dann so ausschauen, das kann sich wahrscheinlich jeder vorstellen, wenn ich dann nicht nur 3 Zeichen, sondern mehr Zeichen in meinem String habe, wie viel Spaß das macht, sowas auszukodieren. Was ich noch machen kann, ist, ich kann highlighten. Ich kann zum Beispiel sagen, wenn ich das Ganze an eine Webseite zurückgeben möchte, wo ist eigentlich dieses Wort jetzt in meinem Text, das ich gefunden habe? Kann ich einfach sagen, okay, ich hätte ein Highlighting, davor hätte ich gerne einen Tag und danach hätte ich gerne ein anderes Tag. Und da würde dann sowas zurückkommen, wo eben Tag Vater gehighlightet wird in meinem Resultat. Andere Dinge, die ich machen kann, ist Suggestions. Ich finde zwar nichts mit meiner Query selbst, aber ich kann einfach nach ähnlichen Dingen oder was möglichst Ähnliches mir ausgeben lassen. Ich kann entweder den Search oder Suggest Endpoint verwenden. Was sehr nett ist, ich kann einfach Search machen und dieselbe Query wie vorher. Und wenn diese Query kein einziges Resultat zurückliefert, dann fällt er auf Suggest zurück und Suggest ist dann sozusagen nochmal großzügiger und sucht ähnliche Textbausteine und sucht, was könnte ich denn sonst noch so vorschlagen. Was nützlich sein kann auch, sind dieses partielle Matching, also ich weiß nur ein paar Buchstaben, die irgendwo in der Mitte von einem längeren Wort stehen ist und dann bilde ich die sogenannten N-Grams. Also Trigrams sind zum Beispiel sehr verbreitet, wenn ich jetzt das Wort Vater habe, würde ich beim Indizieren das Wort Vater in 3er Buchstabengruppen teilen, das heißt Fat, Ate, Ter, all diese 3er Gruppen, die würde ich abspeichern und wenn ich dann danach nach einem Wort suche, splitte ich dieses Suchwort auch wieder in 3er Gruppen auf und versuche dann zu schauen, mit welchem anderen Wort habe ich denn möglichst viele Übereinstimmungen in dieser Dreiergruppe und dass ich so diese N-Grams matche. Ist natürlich mehr Arbeit beim Indizieren, braucht auch deutlich mehr Speicherplatz, wenn ich all diese Dreiergruppen speichere, aber so kann ich dann auch partielle Matches abarbeiten, wenn man gar nicht mehr weiß, wie das beginnt oder auch mit Fuzziness nicht ausreicht, sondern wenn man wirklich nur so kleine Bruchstücke sozusagen hat und weiß, wie man nach denen sucht. Gut, jetzt zum Scoring. Ich hoffe, es sind noch alle halbwegs wach. Klingt sehr fancy. Term Frequency, Inverse Document Frequency, TF-IDF, das ist sozusagen der grundlegende Ansatz, nach dem ich hier vorgehe. Das gilt jetzt immer nur, wenn ich nach einem einzelnen Begriff suche. Und das sieht folgendermaßen aus. Also in der nächsten Version haben wir dann BM25, das ist ein bisschen eine Neudefinition oder Verbesserung vom TF-IDF, aber TF-IDF ist sozusagen die Grundlage und die gilt weiterhin. Das ist jetzt nur, das mathematische Modell wird dann nur noch mal ein bisschen komplizierter, deshalb bleiben wir mal beim Einfacheren. Term Frequency berechne ich mir so, ich habe irgendeinen Term in meinem Dokument und der Wert ist dann die Wurzel aus der Anzahl dieser Vorkommnisse. Die Grundidee ist, wenn ich einen Text habe, in dem mir ein Wort
einmal vorkommt und einen anderen Text, in dem mir das Suchwort dreimal vorkommt, ist das Dokument, in dem der Text dreimal vorkommt, natürlich relevanter als dort, wo der Text nur einmal vorkommt. Das ist die Term Frequency, die Annahme. Schaut dann so aus, BM25 hat immer nur die Kurve ein bisschen angepasst, aber das Grundprinzip ist dasselbe, je öfter mir das Wort vorkommt, also das sind die Vorkommnisse, desto relevanter ist das Ganze. Also das sehe ich dann, wenn ich zum Beispiel 20 habe, habe ich eine Term Frequency Wert dann von 4, wenn es 5-mal vorkommt, ungefähr 2, bei einmal genau 1. Das ist einfach die Kurve, anhand der ich mir dann ausrechne, wie ist die Term Frequency. Inverse Document Frequency schaut jetzt ein bisschen komplizierter aus. Die Grundidee ist, wenn ich einen Begriff habe, der sehr häufig vorkommt, ist der wahrscheinlich nicht so relevant, wie wenn ich einen Begriff habe, der sehr selten in meinen Dokumenten vorkommt. Das heißt, ich habe einfach sozusagen eine Statistik und ich weiß dann ungefähr, oder darüber kann ich mir ausrechnen, das ist ein Wort, das sehr häufig in meinem Wortkörper sozusagen vorkommt oder in meinem Dokumentenkörper. Und das ist ein Wort, also eines kommt sehr häufig vor, eines sehr oft vor. Dass das sehr selten vorkommt, ist wesentlich relevanter, als dass das häufig vorkommt. Kann man sich dann so vorstellen, ein Wort, das nur einmal vorkommt, hat da eben einen wesentlich höheren Wert als ein Wort, das zum Beispiel 1000-mal vorkommt. Da sinkt einfach die Relevanz, wenn ich so ein Wort finde. Und dann gibt es noch die Field Length Norm, die ich normalerweise hineinfaktore. Das ist eigentlich, wenn ich einen kurzen String habe und darin mein Wort vorkommt, ist das wahrscheinlich relevanter, als wenn ich einen sehr langen String habe und darin ein Wort vorkommt. Das heißt, man muss dann nicht explizit sagen, zum Beispiel der Betreff oder der Titel von einem Text ist viel relevanter als der Textkörper, sondern das wird über die Länge automatisch schon gehandhabt. Da der Titel sehr kurz normalerweise ist, wenn da mein Wort vorkommt, ist das Wort wesentlich relevanter, als wenn es in diesem ewig langen Textkörper vorkommt. Wobei ich könnte das dann auch händisch boosten, dass ich sage, ein spezielles Feld ist relevanter als ein anderes, aber Field Length Norm nimmt das sozusagen schon generell hinweg. So. Und dann kann ich das Ganze kombinieren. Da gibt es noch ein paar andere Faktoren, die jetzt nicht so wichtig sind. Die Formel schaut recht komplex aus, sie ist es auch. Deshalb sind diese Werte, die da herauskommen, auch sehr schwierig nachzurechnen. Also der Score, den mir Elasticsearch immer ausrechnet, den am Papier nachzurechnen, ist sehr schwierig. Deshalb lassen wir das heute auch. Bei anderen Systemen und einfacheren Implementierungen geht das wesentlich leichter. Und ich kann mir das Ganze auch erklären lassen. Wenn ich ein /explain an eine Query anhänge und dann nach Vater suche, dann wird er mir sagen, warum er überhaupt auf diesen Wert gekommen ist und berechnet mir sozusagen diese Einzelfragmente und weiß dann die Document Frequency und die Term Frequency, er spuckt mir dann sozusagen die Basiswerte für seine Berechnung aus und anhand dessen könnte man dann sozusagen vorgehen und sich das dann versuchen händisch nachzurechnen, aber er rechnet schon normalerweise richtig, da wäre jetzt die Sorge übertrieben. Warum habe ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt nach Vater suche und ich habe den Text Nein, ich bin dein Vater, hat einen Score von 0,4 und Obi-Wan hat mir erzählt, was mit deinem Vater, nie mit mir erzählt, was mit meinem Vater geschehen ist, hat einen Score von 0,3 irgendwas. Ideen, warum das eine höher gerankt ist als das andere? Beide halten Vater einmal, also die Term Frequency kann es nicht sein. Die Inverted Document Frequency kann es auch nicht sein, weil es ist ja sozusagen dasselbe Begriff. Was war das dritte große Ding, das einen Unterschied macht? Genau, die Textlänge. Und der erste Text, sieht man schon, ist kürzer als der zweite Text. Es zählt natürlich dann nur das, was nach dem Stemming und Stop Words überbleibt. Aber der erste Text ist kürzer, deshalb ist da die Relevanz auch höher. So, alles, was wir bis jetzt gesagt haben, hat immer nur für ein Wort gegolten. Wie schaut das Ganze aus, wenn ich jetzt zwei Worte habe? Da gibt es das Vector Space Model, klingt sehr fancy, lässt sich aber einfach erklären zum Glück. Ich score jeden Begriff einzeln, ich generiere mir dann daraus einen Vektor und berechne mir den Winkel zwischen dem, was ich sozusagen optimal wäre und dem, was ich tatsächlich gefunden habe. Wir schauen uns das Ganze jetzt für zwei Begriffe an, weil da können wir das Ganze zweidimensional zeichnen. Es funktioniert genauso mit 3, 4, 5 Dimensionen, dann lässt sich es nur nicht mehr so schön darstellen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nach Vater und Obi suche, nehme ich an, dass Obi in Obi-Wan Kenobi sehr oft in allen Teilen, wie viele Teile es mittlerweile auch sind, recht oft vorkommt, während Vater kommt irgendwie nur recht selten und am Ende dann vor. Deshalb nehme ich jetzt einfach an, dass Vater
eine höhere Relevanz hat als Obi. Das sind jetzt keine konkreten Werte, mit denen ich arbeite, aber das ist nur zum Verständnis. Also ich habe mir sozusagen hier mal aufgezeichnet, Obi hätte zum Beispiel eine Relevanz von 1, weil es eher oft vorkommt, und Vater kommt seltener vor und dem gebe ich hier eine Relevanz von 5 zum Beispiel. Und wenn ich jetzt nach beiden suche, nach Vater und Obi, wäre das mein Vektor, der sozusagen ideal wäre. Also das wäre der ideale Vektor. Wenn ein Dokument jetzt nur Obi enthält, wäre er sozusagen hier, und wenn er nur Vater enthält, hier. Und wenn ich jetzt, die ersten Treffer werden natürlich die sein, die beides enthalten, aber welches von den Dokumenten, das jetzt Vater oder nur Obi, also jeweils ausschließlich enthält, wird jetzt ähnlicher sein zu meinem Suchstring? Das ist dann in dem Fall Vater, weil hier der Winkel wesentlich kleiner ist. Also das kann ich mir dann einfach über den Winkel berechnen. Hier ist der größere Winkel, das heißt, es ist weiter entfernt und es ist weniger relevant. Das ist das Vector Space Model, kurz erklärt. Gut, Fazit. Indizierung, wenn ich mir Dokumente speichere, ist, ich entferne die Formatierung, ich tokenize das Ganze, finde die einzelnen Worte, ich schmeiße Groß- und Kleinschreibung weg, ich entferne die Stopwords, ich stemme das Ganze, optional kann ich noch Synonyme hinzufügen. Ich kann scoren, Term Frequency, je öfter mein Begriff in einem Dokument vorkommt, desto relevanter. Inverse Document Frequency, seltene Begriffe sind wichtiger und Field Length Norm, kurze Strings haben auch mehr Relevanz. Vector Space Model haben wir gerade gesehen, das kann ich mir zweidimensional recht schön vorstellen, bei mehr als 3 Dimensionen oder so wird es dann schon schwierig. Ja, sonst Termine. Morgen Abend machen wir hier in Karlsruhe ein Meetup rund um Elasticsearch. Wer noch nichts vorhat, ich glaube, wir haben noch Plätze, nehme ich an, bei Codecentric, die sind auch Sponsoren und stehen genau vor der Türe. Wir haben 3 Talks morgen, da mehr zu Elasticsearch. Wir sind auch hier relativ in der Nähe in Frankfurt, ist einer von unseren Tour-Events heuer am 24.11. Und falls wer ein Training besuchen möchte, wo es wesentlich mehr Details dann noch zu dem Ganzen gibt, ist auch im November in Berlin dann.